Moin, moin, Hamburg! Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger. Und mein heutiger Gast versteht unglaublich viel von Wein. Sie gehört zu einer ganz, ganz elitären Gruppe von nur 267 Personen, die in den letzten 50 Jahren den Titel Master Sommelier errangen. Und davon waren auch nur 6 Deutsche. Jetzt ist sie eine davon und darüber erzählt sie uns. Stefanie Hehn, die Chefsommeliere aus dem Hotel The Fontenay in Hamburg mit dem angeschlossenen Restaurant Lakeside. Sie erzählt uns, wie aufwendig diese Prüfung war. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen, aus Praxis, Theorie und Tasting. Und darauf musste sich lange, lange vorbereiten. Und wie viel Training, wie viel Disziplin und Budget dafür erforderlich ist, das erzählt sie uns gleich. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und das Tolle ist, wir machen auch ein kleines Blind-Tasting. Ich habe nämlich Stefanie einen Wein mitgebracht und den hat sie verkostet. Und das Ergebnis ist, ich sag mal nicht zu viel, aber ich sag verblüffend. Also, ungefähr bei Minute 45 sage ich euch, welchen Wein wir testen. Wenn ihr das nicht hören wollt, einfach ausschalten, dann könnt ihr mitraten. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Stefanie Hehn, aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht nämlich nicht nur Podcast, nein, natürlich nicht. Seit 2008 ist er das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seinen Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur ein Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt mit Blick auf U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit großer Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren würde, die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorstellen zu dürfen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt der Schwerpunkt bei mir natürlich ein wenig in Richtung der Kulinarik. So, aber nun mal los. Nicht lang schnacken. Viel Spaß mit Stefanie Hehn, die Chefsommeliere aus dem Hotel The Fontenay in Hamburg, präsentiert von Cucinaria, dem Küchenfachgeschäft in Hamburg. Herzlich willkommen, Stefanie Hehn, die frisch gebackene, kann man ja noch sagen, Sommeliere sagt man gar nicht, man sagt Sommelier, oder? Ja, genau. Hallo Boris. Schön, dass ich da sein darf. Ja, oder ich, vielmehr ich darf bei dir an deiner Wirkungsstätte im Fontenay sein, das ja leider im Moment ein bisschen ruhig ist hier, aber es ändert sich hoffentlich bald. Aber du hast genug zu tun. Seitdem du deinen neuen Titel hast, rennen sie dir die Tür ein. Ja, also in Sachen Pressearbeit kann ich mich gerade nicht beschweren von Langeweile, ja. Bist ja quasi das neue Aushängeschild des Hauses. Und dann habt ihr noch euren Stern bekommen, euren Michelin-Stern. Also ihr seid gut gewappnet für die neue Zeit nach dem Lockdown. Ja, das stimmt. Also ich denke, zum einen ist es großartig, dass wir den Stern bekommen haben. Also jetzt darf ich die Aufmerksamkeit mit dem Julian teilen. Dann darf der auch mal ein paar Interviews geben. Und ja, ich denke, die Gäste, die sind jetzt schon ganz heiß drauf, wieder hierher zu kommen. Wir bereiten uns gerade ein bisschen vor und hoffen, dass es dann auch nicht mehr so lange dauert. Und dann kommen ja wahrscheinlich ganz viele und wollen auch sehen und sagen, wer ist denn diese Master Sommelier Stefanie Hehn, wenn sie noch nicht kennen? Es gibt ja gar nicht so viele, die diese Auszeichnung haben. Oder ist ja keine Auszeichnung, die man so erhält. Man muss sich die richtig erwerben, ne? Mit Wissen. Genau, es ist eine Prüfung. Also man muss dafür auch ein paar Jahre was lernen. Und es gibt weltweit 267, die das bestanden haben. Das waren 50 Jahre, gibt es diesen Court of Master Sommelier und 267 haben es geschafft. Nicht so viele. Das stimmt. Und das ist ja jetzt keine Frauendomäne so. Wie viele Frauen sind davon, von diesen 267? Ja, so rund 10%, würde ich sagen. Das ist nicht so viel, ne? Nee, ja. Woran liegt das? Ja, vielleicht an dem Alter, in dem man diese Prüfung dann ablegt. Also viele Frauen sind dann halt zu Hause mit dem Baby und kümmern sich um solche Sachen. Ja. Also man muss dafür schon, dem entnehme ich, dass man dafür schon ganz gut Wissen sich angeeignet haben muss und schon so einiges probiert haben muss. Das auf jeden Fall. Wie trainiert man dafür? Also wie habe ich dafür trainiert? Das war
eigentlich so, dass ich nicht nur gelernt habe, sondern man muss eigentlich auf alles achten, was man so mitbringen kann für eine Prüfung, weil es ist eine sehr schwierige Prüfung und da muss man einfach mental auch stark sein. Also ich habe neben dem Lernen, habe ich viel Sport gemacht, ich bin immer laufen gegangen, ich habe aber auch andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel ein bisschen im Garten gearbeitet und gekocht, dass man auch mal was mit den Händen tut und dass man dann sich nur so kleine Lernziele für jeden Tag steckt, also nie mehr als 3 Stunden, weil sonst verliert man den Spaß an der Sache. Und wichtig ist es einfach von Anfang an Spaß an dem zu haben, ob es jetzt die Theorie ist, die Verkostung oder auch die Praxis. Wenn man das gerne tut, dann kann man das so weit bringen, dass man das in so einer Perfektion kann, dass man es am Ende als Master Sommelier auch abliefern kann. Ja. Würdest du denn sagen, also ich jetzt, mich könntest du da auch in die Richtung trainieren? Oder was muss ich dafür mitbringen? Eigeninitiative. Ich glaube, das ist tatsächlich so, wenn man das unbedingt will, dann kann man das erreichen. Und man muss halt wissen, dass man sehr viel Selbstdisziplin braucht. Also wenn man jetzt jeden Tag alle Flaschen dann leer trinkt, die man am Vormittag sollte man am besten verkosten. Ja, wieso? Ja, wenn man dann noch so ein bisschen frisch ist im Kopf und noch so und vielleicht auch etwas sensibler, weil ja, morgens um 10 schmeckt der Wein noch nicht so gut wie am Abend. Und man kann dann einfach konzentrierter trainieren. Aber jetzt weiß ich, was du mit Disziplin meinst. Ja, wenn du dann die Flaschen leer trinkst, dann ist der Tag gelaufen. Ja. Kann man das so sagen, wie viel, wenn du so im Testmodus bist, wie viel unterschiedliche Weine du dann probiert hast? Also ich würde sagen, ich habe ungefähr 3 Jahre lang immer so ab 5 Monaten vor der Prüfung angefangen und dann täglich 6 verschiedene Weine und es gab vielleicht ein paar Tage, wo ich auch mehr gemacht habe als nur 6 Weine. Und gibt es da so einen Lehrplan, wo man sich so durcharbeiten muss, weil du musst ja eigentlich alle Facetten kennen, du musst ja alle Regionen kennen, musst alle Reben kennen, ja, ich hab du musst Weingüter kennen? Ja, auf jeden Fall. Also man sollte sich von Anfang an einen Plan machen, was man alles lernen muss. Das ist dann vielleicht schon ein bisschen schwierig, wenn man das dann sieht, so wie viel Zeit man dann dafür aufwendet. Aber ich habe es so gemacht, dass ich mir immer mindestens 2 Themen zusammengefügt habe. Immer ein Thema, was mir leicht fällt und eins, was ich nicht so mochte. Und dann konnte man immer, wenn man keine Lust hatte, sich mit dem Thema, das man nicht so gerne hatte, zu beschäftigen, einfach auf das andere Thema wechseln, was gut dazu gepasst hat, wo man dann mehr Freude mit hat. Und dann war das auch nicht so zäh. Ja. Aber man muss dann auch was probieren, was man nicht so gerne mag. Ne? Gibt's das, ich glaube, beim Probieren, ja, das gibt es schon. Ja? Aber wir sprechen ja nicht schlecht über Wein. Nee, aber es gibt schon sowas, wo man sagt, okay, probiert und dann auch gut. Ja, also über manche Weine ist man nach der Prüfung froh, dass man die dann nicht mehr probieren muss. Die kommen ja dann bei dir auch nie auf die Karte. Eben. Beziehungsweise in den Keller. Man muss ja dazu sagen, du bist ja hier gestartet im Fontenay vor, ja, warst du gleich vom Start weg dabei? Genau, ich war im Pre-Opening-Office-Team dabei. Das heißt, du hast ja auch den Keller gefüllt. Genau, 2017 war das. Ja. Und da hat man gesagt, die ist zwar kein Master-Sommelier, aber die hat schon richtig Ahnung. Ja, ich war ja... Also zum einen war 2017 war mein erster Versuch für die Prüfung. Also das war hier im Unternehmen dann schon bekannt, dass ich mich dafür vorbereite. Und es war für mich auch eine Bedingung, nur wenn ich neben der Arbeit mich für diese Prüfung vorbereiten darf, dass ich hier anfange. Und dass man mir auch genügend Freiraum einräumt, dass ich eben neben der Arbeit eine Weiterbildung machen kann. Das war aber fürs Fontenay auch kein Problem. Die haben sich darüber gefreut. Also die finden es toll, wenn Mitarbeiter sich weiterentwickeln. Ja, und ich bin ja vom Tegernsee hierher gekommen. Ich war davor bei Christian Jürgens in der Überfahrt. Ja. Ja, da war ich Chefsommelier und auf Advanced Level. Das ist die Vorstufe vom Master. Aber wenn du sagst, du hast die Prüfung 2017 schon gemacht oder der erste Anlauf, dann war der Druck ja auch richtig hoch, ne? Oder den du dir selber gesetzt hast. Total. Also kann man das nochmal versuchen dann? Kann man das so oft versuchen, wie man will? Ja, kann man, aber es ist natürlich auch finanziell und auch mental schwierig. Also bei mir war es so, beim ersten Versuch habe ich keinen einzigen Teil bestanden. Im ersten Moment war ich total enttäuscht, aber man bekommt ein Feedbackgespräch und da hat man mir mitgeteilt, dass ich
eigentlich überall relativ nah dran war am Bestehen, vor allem bei der Verkostung. Und dann hat man mich da gleich motiviert, weiterzumachen. Und wie soll man das schaffen in einem Jahr, in dem man komplett seinen Wohnort wechselt, eine neue Stelle anfängt und dann noch so eine schwierige Prüfung? Also das ist halt wirklich dieses, was ich vorhin gemeint habe, mit man muss so mental einfach stark sein. Und das bist du in dem Jahr, wo du gerade umgezogen bist, eigentlich nicht. Nee, ne? Da kommt so viel anderes zusammen und dann neues Haus und. Da hat man andere Dinge im Kopf. Ja. Was glaubst du denn jetzt, wie die Gäste auf dich reagieren werden? Ich meine, es ist allgemein bekannt, dass du diesen Titel hast, dass du diese Prüfung erfolgreich absolviert hast. Also ich glaube eigentlich gar nicht, dass sich so viel ändert. Was ich halt sagen kann, die Hamburger sind großartig, weil die freuen sich alle mit mir. Ich habe so viele Glückwünsche bekommen, auch von Stammgästen. Und ich denke eher, dass es so sein wird, dass vielleicht noch mehr Wein getrunken wird und dass ich noch mehr entscheiden kann, was die Leute trinken und dass sie noch weniger ihre eigenen Ideen da mit reinbringen. Ja. Ist das denn eigentlich so, dass die Leute so ihre eigenen Ideen ganz stark einbringen und sagen, also das und das möchte ich schon haben, weil das trinke ich immer, und dann vielleicht nochmal bei einer weiblichen Person dann vielleicht etwas dominanter sein möchten, oder werden sie da milder? Fließen sie dir so in der... Ja, ich glaube, mittlerweile bin ich ja auch erwachsen und ich sehe auch nicht mehr aus wie 15, und das ist jetzt schon so, dass ich den Respekt bekomme von jedem Gast. Und ich glaube, das war eher in meinen ersten Jahren, wo ich als Sommelier angefangen habe, schwierig. Ja. Da musste man sich schon den Platz erkämpfen. Dann, ja, ne? Nicht erkämpfen. Schicken Sie uns mal den Kollegen, bitte. Ja, die lustigste Sache war, haben Sie auch einen Erwachsenen-Sommelier? Nee. Und da habe ich gesagt, oh ja, ich hätte noch einen Kollegen, der ist aber genauso alt wie ich. Also jetzt können Sie sich überlegen, von wem sie beraten werden wollen, ja. Das wird ja immer so mit Alter gleichgesetzt, nicht? Sie müssen erstmal so und so viel Flaschen getrunken haben, so und so viel probiert haben, damit sie überhaupt mitreden können. Ja. Ich meine, wie viel hast du probiert? Ungefähr zusammenfassen? Ja, ich hatte ja nur für meine Verkostung, für die Vorbereitung hatte ich ungefähr 400-500 Weine im Keller bei mir zu Hause, aus denen ich quasi immer Muster gezogen habe für meine Blindverkostung. Aber nach dem Umzug dann? Musstest du mit denen umziehen? Ein Teil ist damit umgezogen. Also ich hatte mindestens 10 12er Kartons, die mit nach Hamburg gekommen sind. Ja. Aber man muss da schon, wie du sagst, man muss da auch schon ein bisschen Chuzpe haben, beziehungsweise man muss den Leuten dann auch entgegengehen, nicht? Und seine Position einnehmen. Ja, oder? Das kann man ja auch charmant machen. Ja. Ja. Lernt man das oder bringt man das so mit? Ja, man wird ruhiger mit der Zeit. Ja? Wie hast denn du angefangen? Wie bist du denn in die Gastronomie gekommen? Erzähl mal. Ja, also mein allererster Auftritt in der Gastronomie war als kleines Kind im Sportverein. Hat mein Vater mir mal gezeigt, wie man Bier zapft. Also wahrscheinlich ist er schuld, ne? Ja. Auf den Hocker gestellt und an Zapfhahn. Genau, so zapft man Bier. Und das hat Spaß gemacht. Ja, das ist super. Ja. Ich durfte es natürlich nicht trinken, das war ein bisschen schade, aber ab und zu habe ich ein Malzbier bekommen. Ach so, ja. Oder mit dem Finger am Schaum natürlich. Ja, und dann war es so, dass ich neben der Schule, mit 14 darf man ja dann einen Ferienjob machen, da habe ich dann bei uns in Kurgartencafé, die haben diesen Regentenbau mit betreut, und im Regentenbau, da gibt es dann diese großen Konzerte von Lang Lang, Cecilia Bartoli, und da habe ich dann Pausenverkauf gemacht von alkoholfreien Getränken. Ach so, du durftest ja noch nicht, ne? Ja, mit 14 darfst du noch keinen Alkohol verkaufen. Und dann durfte ich so eine Bar betreuen, die dann Cola, Fanta, Sprite und Wasser verkauft hat. Und dann halt diese 30 Minuten, die du dann Konzertpause hast, da durfte ich dann eben Getränke verkaufen. Ja. Das waren so war der Start. Ja, und dann habe ich mich nach der Schule, habe ich 2002 Schulabschluss gemacht, habe ich mich entschieden, eine Ausbildung in der Hotellerie zu machen, Hotelfachfrau. Mhm. Ja, gegen den Willen meiner Eltern, weil die mir... Was solltest du eigentlich werden? Ja, ich war ja auf einer Wirtschaftsschule, also das sollte eher in Richtung Speditionskauffrau gehen oder vielleicht auch Fremdsprachenkorrespondentin, solche Dinge, das wäre eher
so du, das hast du jetzt gewesen. Alles ja bei deinem Job dabei. Ja, ne? Wie kommt der Wein von A nach B? Genau. Und Sprachen, wie viel sprichst du? Ja, ich spreche Deutsch und Englisch, würde ich sagen, sehr gut. Ja. Und da bin ich auch in beiden Sprachen verhandlungsstark. Aber Französisch hatte ich in der Schule, aber das ist noch so, ja, da arbeite ich noch dran, dass das dann irgendwann mal so wird, dass ich mich auch unterhalten kann, weil das ist noch nicht ganz gegeben. Ich kann die Texte lesen und verstehen, ja, aber sprechen nicht unbedingt. Aber Englisch reicht dann wahrscheinlich als Fremdsprache, auch hier im Hotel, oder? Ja, schon. Aber es wäre natürlich schon schön, noch mehr Sprachen zu sprechen. Aber ich habe ja jetzt Zeit. Genau. Das eine ist absolviert, jetzt kommt das nächste. Genau. Bist du so ein Typ, musst du dir so Ziele setzen und so, jetzt kommt das nächste und dann das nächste, ja? Ja, ich glaube, ich habe auch die meisten Lockdown-Projekte von all meinen Arbeitskollegen, ja. Naja gut, ich meine, festes Raster, oder? Ja. Ich meine, sonst hätte man das wahrscheinlich auch nicht geschafft. Ja, wahrscheinlich. Ich guck nochmal, 267 Personen in 50 Jahren, die diese Prüfung absolviert haben, also nochmal. Hochachtung. Ja, danke. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen. Also deine Eltern wollten eher was anderes, hatten sich was anderes für dich überlegt, aber du bist dann in die Hotellerie und... Genau. Ja. Und glücklicherweise ist es ja dann auch gut gegangen. Und ich hatte einen tollen Ausbildungsbetrieb. Ja, das ist ein kleines Hotel. Das Restaurant hat auch einen Stern. Ja. Und eigentlich dachte ich, es geht eher so Richtung Rezeption, Empfang, Concierge. Das fand ich ganz spannend. Aha. Und vielleicht auch eher Richtung Hotelkauffrau, weil ich ja aus einem kaufmännischen Bereich kam. Aber es ist dann ganz anders gekommen, als ich das für mich ausgemalt hatte. Mein Chef hat damals gesagt, meine Stärken sind eher im Verkauf und auch in der Kommunikation. Und dann hat er mich in das Fine Dining Restaurant gesteckt und da durfte ich dem Restaurantleiter zuarbeiten. Und das, was ihm am meisten geholfen hat, war halt Weinflaschen aus dem Keller holen und dann die am Tisch aufmachen, weil das kostet halt auch viel Zeit. Mhm. Ne? Aber da wurde der Grundstein dann gelegt. Ja, würde ich sagen. Naja, und in so einem kleinen Haus ist es dann natürlich auch gut und mit kurzen Wegen, dass man dann auch überall mal relativ zügig eingesetzt werden kann und auch schauen kann, wo sind deine Talente und... Ja, auf jeden Fall. Und wir hatten wirklich viel Vertrauen von unserem Eigentümer da. Der hat uns sehr viel Verantwortung übertragen. Und ich glaube, nur so lernt man dann auch was, wenn man selbst für das einstehen muss, was man tut. Aber dann warst du dann ja schon, wenn du sagst, Hotel mit Restaurant, einem Stern, also dann warst du da ja schon auch in etwas... höher angesiedelter Gastronomie. Auf jeden Fall. Gestartet. Ja, und für mich war das dann auch keine Frage, dass ich in der Sterne-Gastronomie bleibe. Ich habe dann geguckt, wo könnte ich denn dann meinen Weg weitergehen und dann war damals in Stuttgart in der Speisemeisterei eine Stelle frei und die damalige Sommelier, die Christina Hilker, damals hieß sie noch Göbel, die war in dem Jahr vom Gourmet als Sommelier des Jahres ausgezeichnet worden und dann habe ich mich dort beworben, auch mit dem Hintergedanken, dass ich von Christina viel lernen kann. Mit ihr habe ich heute noch guten Kontakt, also sie steht mir oft zur Seite, wenn ich noch irgendwelche Fragen habe, da kann ich immer mich darauf verlassen, dass ich sie anrufen kann. Und ja, dann war ich dort für 2 Jahre ungefähr während der WM, das war auch ganz cool. Als die WM in Deutschland war, habe ich dann auch dieses WM-Feeling ein bisschen miterlebt in Stuttgart und Stuttgart ist ja auch nicht so eine Riesenstadt, wo man dann vielleicht aus einer kleinen Stadt raus nicht gleich so das Gefühl hat, dass man so ganz alleine ist. Auf die nächste größere Ebene, ja, genau. Ja, ja, und dann hat es mich an die Küste gezogen von dort aus. Da war ich dann mal einen Sommer, ja, oder nicht nur einen Sommer, also so ein Dreivierteljahr oben in Warnemünde im Restaurant Cézanne. Da hat damals Ronny Sievert gekocht, der heute in Heiligendamm ist. Und das war klasse. Ronny kannte ich privat und das ist ein super toller Aromenkoch. Und da durfte ich ganz intensiv mit ihm zusammenarbeiten und wir haben dann auch bei den neuen Gerichten, die er für die Karte geschrieben hat, da saßen wir immer zusammen und haben überlegt, welche Aromen funktionieren miteinander. Und das war eine ganz tolle Zeit. Ja. Und dann ging es weiter nach Frankfurt in die Villa Rothschild, weil ich wollte ja dann unbedingt noch mein Sommelier machen. Und dann dachte ich, so ein bisschen größeres Unternehmen, da ist es leichter, das nebenbei zu machen. Und Villa Rothschild stand für Wein auch irgendwie, war sehr wichtig und da war ich dann auch eine Zeit
Und hast du schon ganz gezielt immer geguckt, wo geht's hin und wo kann ich das machen? Ja, also ja. Die Agenda war da. Auf jeden Fall. Ja. Ja, und dann, ich bin dann sogar noch tiefer in eine Weinregion reingegangen. Ich war dann noch in der Burg Schwarzenstein im Rheingau. Ja. Während ich dann meinen Sommelier tatsächlich gemacht habe. Und ja, und danach ging es schon nach Hamburg. Und bist du angekommen in Hamburg? Also du bist jetzt schon die längste Station, oder? Zum zweiten Mal ja in Hamburg. Also erst ja im Luizejakob. Dann bist du ja nochmal wieder, ich habe ja schon vorgespult. Ich würde sagen, Hamburg ist die große Liebe, also ja, zumindest genau, du, zu einer Stadt. Dann bist du nochmal im Süden wieder, genau. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall angekommen, das muss ich sagen. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich irgendwann vielleicht nochmal woanders wohne. Ich denke, man muss gerade in den heutigen Zeiten immer flexibel bleiben. Wir haben es ja letztes Jahr gezeigt bekommen, was so eine Pandemie mit uns anstellen kann. Wir wissen nie, was kommt. Eben, aber Hamburg ist schon eine Stadt, wo man sich wohlfühlen kann. Ja. Ja. Naja. Naja, und wenn man dann auch in der Pre-Opening-Phase in so einem Haus dabei ist, ich glaube, das ist auch eine tolle Sache, oder? Ja, das war super. Das hattest du ja auch noch nicht mitgemacht. Nee. So. Also wir hatten damals zwar in der Burg Schwarzenstein ein Hotel nebenbei noch miteröffnet, aber so von null ein Start mit einem leeren Weinkeller und ja auch in einem Rohbau zu stehen, das hatte ich davor noch nie. Und jetzt dieses ganze Objekt zu sehen, wie das dann nicht mehr nur dieses Hotel oder dieses architektonische Kunstwerk ist, sondern dass das Ganze mit Leben gefüllt wird und da Gäste Feste feiern, ja, und essen kommen und Erlebnisse haben, das ist großartig. Naja, und dann natürlich auch ein Haus, das schon sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren bekommen hat über die Zeit in der Bauphase. Und ja, auch der alte Standort war ja auch bekannt, also beziehungsweise das alte Haus. Ja. Insofern, ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Institution in Hamburg. Ja, ich denke auch für ganz Deutschland ist es ganz wichtig. Also so eine Hoteleröffnung, die wir hier gemacht haben, die gibt es nicht so oft. Also egal wo das dann steht, ob das jetzt Hamburg ist oder ob das Berlin ist oder irgendwo in den Alpen, aber wenn man bei sowas dabei sein kann, also das ist schon was ganz Besonderes. Ja. Aber du sagtest gerade Pre-Opening-Phase bzw. Eröffnung. Wie geht man denn da ran? Wie füllt man denn so einen Keller? Ja, also wir haben Gespräche geführt, wie groß überhaupt die Weinkarte werden soll. Und wir haben uns von Anfang an darauf geeinigt, dass die nicht so riesig wird. Weil auch ich der Meinung bin, dass das Ganze wirtschaftlich funktionieren muss. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Weinkarte mit rund 400 Positionen. Also sind mal 10 mehr, mal 10 weniger, je nachdem, was halt gerade verkauft wird. Und wir wollen, weil wir eben in Hamburg sind, eine internationale Weinkarte haben, weil wir haben wahrscheinlich auch internationale Gäste, also momentan dann leider eher weniger international, mehr, sagen wir mal, aus dem deutschsprachigen Bereich und vielleicht noch aus Skandinavien, aber die Idee war ja, dass wir wirklich internationale Gäste bekommen und es ist auch eine Wertschätzung, die man denen dann entgegenbringt, wenn man einfach auch eine internationale Karte hat. Der Schwerpunkt sollte in Deutschland sein, weil wir ja in Deutschland liegen, aber und auch in der alten Welt, also eher Frankreich, Italien, Spanien, dann und aber besondere Sachen, die dann auch reisen dürfen. Also ich sag immer 3-Sterne-Weine, also Weine, die eine Reise wert sind. Mhm. Man muss jetzt nicht einen 3-Euro-Wein aus Australien nach Deutschland holen, aber wenn er eben besonders im Geschmack ist und zeigt, dass er es wert ist, dass er sein Land verlässt und für die Region steht, aus der er kommt, dann darf der auch mit dem Container nach Hamburg kommen. Wie muss man denn da rangehen? Sagt man, ja gut, da müssen wir wohl bekannte Namen dabei haben und aber auch ein paar Exoten, also Exoten wie so Geheimtipps. Das muss ja auch so eine Mischung ein bisschen sein. Du willst ja auch nicht, dass sie alles kennen, was bei dir auf der Karte ist. Ja, oder? Das ist wichtig. Ja, also ich habe als erstes mal so gedacht, wir brauchen für jede Jahreszeit die passenden Weine. Also diese Weinkarte, die verändert sich nicht im Winter oder im Sommer. Ja, und wenn man dann so eine Karte hat,
dass man halt alle Geschmacksprofile abdeckt, die man so braucht, alles, was die Leute gerne trinken. Und dann eine gesunde Mischung aus den alten Bekannten, dass derjenige, der sich nicht beraten lassen will, auch alleine seinen Wein findet. Mhm. Und dass man dann aber dazwischen noch ein paar kleine Boutique-Weingüter hat, die vielleicht noch nicht jeder kennt, dass die Sommeliers oder ja, die Service-Mitarbeiter, die sich eben damit beschäftigen, die Gäste zu beraten, dann auch mal was so ein Erfolgserlebnis haben, weil sie eben was erzählen können und der Gast dann was trinkt, was er noch nicht kennt und vielleicht genau deswegen wieder zu uns kommt. Ja. Wie viele der Gäste gehen denn auf was Bekanntes, das sie kennen? Wahrscheinlich fangen sie erstmal damit an und dann zeigst du denen die Welt, die es gibt. Ja, es kommt immer drauf an, wo die bei uns ins Hotel gehen. Stimmt, du bist ja für alle Restaurants und Bars zuständig eigentlich, ne? Oder ja, wie ist das? Ja, also tatsächlich für die Weinauswahl, fürs komplette Hotel. Und ja, es ist so, die Spirituosenauswahl, das machen die Jungs von der Bar hauptsächlich. Aber da auch in Abstimmung mit mir und auch die alkoholfreien Sachen, die suche ich mehr oder weniger aus fürs ganze Haus. Ja, und da ist es eigentlich so, man kann sagen, vielleicht auf der Terrasse trinken viele so die altbekannten Sachen, also jetzt unten auf Alsterhöhe. Das ist eher so, dass da viel Markenweine verkauft werden. Egal in welchem Preissegment. Also nicht nur, also bei uns geht es ab ungefähr 35 Euro los, die Flasche, und bis über 3000 geht es hoch. Aber da haben wir nicht ganz so viel in dem ganz hochpreisigen Segment. Aber da werden eigentlich im Erdgeschoss eher die Markenweine verkauft, würde ich sagen. Dann in der Bar, da kommen schon so ein paar mehr Weinverrückte, weil natürlich die Bar auch, die ist einfach wunderschön und die Hamburger wissen auch, dass wir eine gute Weinkarte haben und dann wird unsere Bar teilweise auch als Weinbar missbraucht. Auch wenn unsere Barkeeper lieber shaken, also irgendwelche Drinks mixen für, aber dann müssen sie halt mal durch. Wir sind auch happy, wenn die Leute da ihren Wein und ihren Champagner trinken. Ja, ja, und ich würde sagen, im Lakeside ist es dann tatsächlich so, dass fast alles über Beratung läuft, weil da haben wir auch viel mehr Zeit. Der Gast verbringt eine viel längere Zeit im Restaurant. Mhm. Im Lakeside, dann sind es schon so drei, vier Stunden, die man da sitzt und da lassen sich die Leute halt auch voll drauf ein, was wir dann machen wollen. Ja. Und gehen die viel dann auf die Weinbegleitung zum Menü? Ja, ne? Ja, ich würde sagen 90% sogar. 90%? Ja. Das ist, da haben wir auch sogar Variablen dann drin, wenn jemand dann sagt, er möchte jetzt aber nicht die Standard-Weinbegleitung. Also da bieten wir dann auch mal zu, wir hatten da auch schon mal eine Champagne-Time, dass wir dann Champagner-Glasweise zum Menü angeboten haben. Wir hatten aber auch schon dann Big Players so um die Weihnachtszeit, wo dann die Weinbegleitung mal teurer war als das Menü. Okay. Ja, und das wird alles angenommen. Ja. Also das ist wirklich schön. Also, und wer hat das letzte Wort eigentlich bei der Weinauswahl? Gast. Ich meine, bei der Weinbegleitung meine ich. Der Gast. Der muss es ja kaufen. Wir haben ihn noch nicht geändert. Der Gast hat immer noch das letzte Wort. Denkt er. Ich meine bei der Weinbegleitung. Begleitung, also die ihr ja abstimmt im Team, gehe ich ja mal von aus. Ja, das bin dann schon ich. Also ich sag mal, ich bin jetzt niemand, also ich lasse meine Kollegen da auch mitreden und ich lasse da auch mal Vorschläge machen und ich gebe dann auch mal ein Projekt, zum Beispiel die Weinbegleitung für das Weihnachtsmenü darf dann mal meine Kollegin machen und hinterher schaue ich aber drüber, weil ich muss dann natürlich auch mit dem Produkt einverstanden sein und wenn dann doch Beschwerden kommen würden, wovon ich eigentlich nie ausgehe, weil unser Produkt oder unsere Produkte, das ganze Sortiment ist schon so, dass wir hinter allem stehen können und wir haben selten Leute, die das nicht gut finden, aber hinterher muss ich schon gucken, ob das auch passt, weil ich bin ja da in der Verantwortung. Hm. Ja. Ich will dir nichts rauslocken jetzt, aber Beschwerden hast du gerade gesagt. Passiert das mal? Hin und wieder. Also ich sag mal, Beschwerden, vielleicht ist es auch so, dass man vielleicht seine Erwartungen nicht richtig kommuniziert. Ja, das ist natürlich auch schwierig für den Gast.
zu sagen, was er gerne mag. Ja, weil das wäre die nächste Frage ja nämlich gewesen. Nicht. Kannst du so einen Gast schon lesen? Kannst du den schon so einschätzen? Also, wo der so landet? Also, ich versuche das immer nicht zu machen, weil so sind wir eigentlich nicht. Und wir haben von Anfang an gesagt, dass wir so für jeden, also dass es nicht ein Hotel ist, in dem man vorher schon überlegen muss, was ziehe ich an, sondern wo man halt ganz normal, so wie man es, hingehen kann. Und da kann man sich ja auch häufig täuschen. Und sich auch wohlfühlen kann. Und eben, das kann man auch. Und ich versuche immer ein bisschen mit den Leuten erst zu sprechen, bevor ich die in irgendwelchen Klischees zuordne. Ja. Wo ich dann halt sage, ja, ich stelle dann ein paar Fragen, bis ich dann eine Empfehlung ausspreche. Und natürlich, man muss sich erstmal selber vorstellen und dann gucken, wie reagiert der Gast auf einen. Stellst du mir mal die typischen Fragen, bitte? Ja, ich würde dir jetzt zum Beispiel die Weinkarte reichen und dann würde ich mich halt vorstellen, ich bin die Stefanie Hehn, ich bin die Autorin dieser Weinkarte. Ah, das ist schön, Autorin, ja, genau. Das ist gut, ja. Und wenn Sie möchten, können Sie gerne nach einer Flasche suchen oder wir finden gemeinsam was Passendes für Sie heute Abend. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit, dass Sie passend zu den ausgesuchten Speisen eine Begleitung wählen. Und dann muss man einfach mal gucken, dann lasse ich die Leute meistens einen Moment alleine, weil das ist ja alles am Anfang so viel. Also wir haben ja vorher auch schon so ein kleines Verkaufsgespräch. Zur Begrüßung verkaufen wir natürlich ein Aperitif. Ja. Da kommt man ja schon mal an und dann, ja, bis der Gast soweit ist, dass er einen Wein aussucht, hat er im besten Fall schon Champagner leer getrunken oder trinkt gerade schon sein zweites Glas Champagner, weil der erste so gut geschmeckt hat. Und ich glaube, so ein bisschen Vertrauen muss man erstmal aufbauen. Mhm. Und dann, ja, muss man herausfinden, wollen die Leute sich leiten lassen und sind die eher vorsichtig vom Typ? Ist es so eher ein Typ, der nur das trinken möchte, was er schon kennt, aber trotzdem das Gefühl bekommen möchte, dass man ihn überrascht, aber eigentlich möchte er nur das, was er schon kennt. Das muss man dann halt rausfinden. Ja. Und aber du weißt auch, du merkst dann ja auch irgendwann, kann ich mit dem oder denjenigen Experimente machen oder geht man eher so konventionell vor? Gibt es denn eigentlich viele, die sagen, nee, Weinbegleitung, ich möchte lieber was anderes? Wird das mehr eigentlich? Also ich habe so den Eindruck, dass so gerade so die Saftrichtung und Fermentiertes und so weiter da schon stärker wird. Teilweise ja auch ganz spannend ist, teilweise mehr Bedeutung hat fast als die... Ja, das ist, als der jeweilige Gang? Ich denke, man braucht immer Alternativen. Also was wir anbieten, wir haben zum Beispiel unsere tolle Bar. Ja. Wenn jetzt Leute lieber zu dem Menü Drinks haben wollen, ob jetzt mit Alkohol oder ohne Alkohol, dann können wir natürlich von unseren Barkeepern da was zusammenstellen lassen, wenn das jemand unbedingt möchte. Ich bin überhaupt kein Fan von Säften und ich fermentiere auch nicht. Okay, da habe ich großen Respekt vor. Aber was wir machen im Lakeside und auch unten im Parkview, wir haben eine ganz tolle Teeauswahl und wir bieten eine Teebegleitung zum Menü an. Und ich denke immer, das ist besser. Auch spannend, und es ist auch besser, wenn man was Eigenes hat, was wofür das Haus dann steht und was wir gut können. Und ich sag mal, das können wir wirklich. Also wir können ein Menü mit Tee begleiten. Und das ist auch was ganz Gesundes, wo man sich hinterher auch super fühlt. Ich hatte tatsächlich im letzten Jahr einmal einen Gast, das war aber für mich etwas enttäuschend, weil ich verkaufe natürlich lieber die Weinbegleitung. Er hat mir dann aber gesagt, seine Frau hatte beim letzten Mal die Teebegleitung und er hat es probiert und deswegen möchte er die dieses Mal auch. Und es war dann so, jetzt habe ich jemanden dazu gebracht, keinen Alkohol zu trinken. Ja. Du hast ja aber auch eine Verantwortung. Ne? Ja, na klar. Du musst ja auch ein bisschen auf den Gast achten. Ne? Ja, also es ist schon gut, wenn der Gast noch selbst das Restaurant verlassen kann. Ist ja auch noch nie anders vorgekommen, gehe ich mal von aus. Nein, also und wenn, dann wird sowieso geschwiegen. Ja, da würden wir nie drüber sprechen. Und wir würden auch unterstützen, falls jemand dann, also wir bestellen dann auch ein Taxi. Doch, Hilfe benötigt. Ja, man kann da auch man steht auch mit Rat und Tat zur Seite. Genau. wenn du dich jetzt den Lieblingsgast aussuchen solltest oder aussuchst, wie muss der sein? Ja, gut gelaunt. Ja. Das wäre schon mal schön. Interessiert, also
egal in welcher Hinsicht, jemand, der sich halt gerne auf was einlässt. Also am besten ein Gast, der hierher kommt, der sich auf den Besuch freut und der noch nicht so viele Erwartungen an uns hat, sondern der einfach ganz offen in den Abend reingeht. Also das wäre der optimale Gast. Mhm. Und der auch dir Vertrauen schenkt, ne? Ja, genau. Und sagt, machen Sie. Genau. Klingt gut, machen Sie. Und erzählst du denn auch dazu? Ich hatte ja leider noch nicht das Vergnügen, hoffentlich bald, ja? Ja, hoffentlich. Von dir beraten und betreut zu werden. Aber erzählst du denn eine Geschichte auch dazu? Oder will ja nicht jeder hören, aber der eine oder andere ist schon ganz wissbegierig, nehme ich an. Ich sag mal, das muss man muss man quasi schauen, wie intensiv sind die Tischgespräche. Ja, das erste Date sollte man nicht stören, ne? Ja, genau. Da sollte man vielleicht nur kurz das Etikett zeigen und sagen, ihr neuer Wein. Genau. Und dann vielleicht nur kurz das Kärtchen mit der Weinbegleitung öffnen und dann sagen, hier, wenn Sie Fragen haben, komme ich noch. Zeichen verabredet. Ja, aber ich sag immer so wenig wie möglich, ja, aber so viel wie nötig. Weil wir wollen nicht das langweilen. Das ist ja eine Weite. Ja. Aber dann, und dann natürlich immer auf die Person doch abgestimmt. Genau. Ja. Also, aber dieses, ich weiß gar nicht, ob ich es eben schon mal gefragt habe oder nur gedacht habe, aber dieses Fingerspitzengefühl für die Menschen, wo entwickelt man das? Hat man das? Entwickelt man das? Oder, ich meine, es kann nicht jeder. Ja, also wenn man es noch nicht kann, ich glaube, das entwickelt man ziemlich schnell, weil man kriegt ja das Echo immer ganz schnell zurück, wenn das, was man sagt, nicht so gut ankommt. Das ist ja das Schöne bei Menschen, die reagieren ja dann. Ja. Und man sollte dann ja aus seinen Fehlern lernen. Also, und ich glaube, wenn man das analysiert und ja, viel darüber nachdenkt, was war heute, wie war das, was waren gute Situationen, was war schlecht. Wenn man sich da selbst reflektiert und auch immer diesen erlebten Tag reflektiert, ich glaube, dann kommt man da ziemlich schnell voran, dass man da dann auch besser wird. Aber das heißt also, Reflexion heißt ja auch, dass man immer quasi an sich arbeitet auch. Ja. Ne? Also natürlich auch, ich glaube, erstmal geht es ja auch darum, dass man selber auch das Ganze gut findet ja, und das mit großem Spaß macht. Du kannst es ja nicht ohne Spaß machen, ja, den Job, oder? Das ja, geht also, doch gar nicht. Wenn du einen schlechten Tag hast, dann musst du einen Weg finden, dass du einen guten Tag bekommst. Also das, gibt's das, dass du auch mal zum Kollegen oder zur Kollegin sagst, mach du mal, geh du heute mal oder da gehst du hin, zu dem Gast gehst du oder? Also mein Anspruch an mich selbst ist eigentlich, dass es nicht passiert. Aber auch ich habe solche Tage, aber ich habe da so ein paar Wege gefunden, wie ich das ausschalte, dass ich schlecht drauf bin. Also das muss man irgendwie in dem Moment, wo man in das Restaurant reingeht oder in die Bar oder auf die Terrasse, da muss man das rauslassen. Und die Tür mit der schlechten Laune, das muss man, oder eine Box, in die man das reinpackt. Weil das ist wie eine Bühne. Mhm. Und ein Schauspieler, der kann dann ja auch nicht weil er jetzt gerade einen schlechten Tag hat und der heute ohne mich die Bühne, macht's dann mal heute ohne. Ich bin Hauptdarsteller, mach mal ohne mich. Und das hat auch kein Gast verdient, dass ich schlechte Laune habe. Ja. Und ich sag mal, das ist ja auch das Schöne dran, weil wer will denn schlecht gelaunt sein? Also ich habe keinen Spaß dran. Du selber und nicht, ja. Wenn ich gut drauf bin und wenn ich freundlich bin, dann kriege ich das auch wieder zurück und dann haben alle einen viel schöneren Abend. Ja, also ich kann das eigentlich ganz gut. Ja. Und wenn ich es mal nicht kann, also wir haben wirklich ein gutes Team und wir können ehrlich miteinander umgehen und dann sprechen wir miteinander und sagen dann, hey, ich habe heute einen schwierigen Tag, hilf mir. Und ja, dann erzählt wieder einer irgendwo einen Witz und schon ist alles wieder gut. Coachst du denn dein Team? Ich erkenne das gerade so, dass du da ein Talent hast dafür, die Leute auch mitzuziehen, glaube ich, nicht? Also und auch so ein bisschen einzustimmen. Macht ihr das eigentlich vorm Service, dass ihr sagt so im Lakeside, also dass ihr sagt so, Leute, heute Chaka?
Ja, also wir machen jeden Tag ein Meeting, bevor es losgeht. Das ist gut, weil wir ja immer... Nur, also das Service-Team oder alle? Genau. Und wir machen das auch im Parkview, machen wir das auch vorm... Also es gibt immer kleine Meetings zwischendrin, wo man das mal kurz macht. Und ob da dann jetzt es darum geht, wer am Abend kommt ins Restaurant oder ob es vielleicht mal darum geht, dass man eine kleine Schulung macht, um ein Produkt zu präsentieren, wo man sagt, hey, das ist unser neuer Champagner. Und... Das ist schon ganz wichtig. Und dass da alle irgendwie, wie bei einem Fußballspiel, wo dann die Mannschaft einmal kurz zusammensteht und dann los geht's. Ja. Cool. Und danach macht ihr nochmal ein Abschlussmeeting? Das ist dann heute gut gelaufen? Oder achso, macht ihr dann wahrscheinlich am nächsten Tag was vom Vortag vielleicht? Ja, das machen wir immer nur in diesem Meeting. Und eigentlich dieses am Ende nochmal sprechen, das funktioniert heutzutage nicht so gut, weil wir nicht alle gleichzeitig gehen. Nee. Also wir haben dann... natürlich so ein bisschen Zeiten, an die wir uns auch halten müssen und dementsprechend gibt es Leute, die halt früher anfangen, die dann die Vorbereitung machen und dann gibt es andere, die halt später angefangen haben, die dann am Ende die Nacharbeit machen müssen. Also können wir so eine Schlussbesprechung nicht machen. Wir machen das meistens aber einmal die Woche, am Samstagabend, das ist unser letzter Tag. So bevor wir ins Wochenende gehen, da setzen wir uns nochmal kurz zusammen und sprechen, wie die Woche war. Also außer natürlich, jemand hat besonders früh angefangen und muss früher gehen. Aber das ist das Einzige, wo wir dann eine Abschlussbesprechung dann machen. Aber der Austausch ist da und ich glaube, das ist ja auch extrem wichtig, ne? Dass man sich immer auch, dass man nicht nur sich selber reflektiert, sondern auch mit anderen. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt auch regelmäßig Meetings mit der Küche, wenn es neue Speisen gibt oder wenn nur eine Soße mal verändert wird. Also dann treffen wir uns alle in der Küche, haben das Gericht vor uns, dann können wir das probieren. Also das wird dann auch für uns gekocht. Ich habe dann den Wein, der dazu passt und dann darf das jeder probieren. Und die Köche erklären, was sie kochen, ich erkläre den Wein. Ja, das läuft ganz gut und macht auch echt viel Spaß. Wie oft bist du denn eigentlich so beim Winzer oder Weingut? Nicht oft genug wahrscheinlich, aber... Hey, im Moment ja gar nicht. Nee. Also theoretisch dürfte ich ja, weil Geschäftsreisen wären erlaubt. Aber ich muss sagen, ich möchte ja, dass die Hotellerie schnell wieder aufgeht. Und deswegen halte ich mich da stark zurück und fahre nicht durch Deutschland und tour von Weingut zu Weingut. Ja, und normalerweise habe ich mindestens 2 Reisetage im Monat. Also während meiner Arbeitszeit. Ja. Aber ich würde sagen, es sind eher 4 bis 6 Tage im Monat. Also bist schon vor Ort und... Ja, wahrscheinlich in Zukunft noch mehr, weil natürlich diese ganzen großen Messen abgesagt wurden. Ja. Und das war immer ganz praktisch. Man konnte früher nach Düsseldorf fahren, auf die Prowein gehen, war dann 3 Tage vor Ort und hat die ganze Weinwelt auf einmal probiert. Und so nimmst du dir dann wahrscheinlich eher eine Region vor, ne? Eben, und dann klapperst du die dann ab. Genau. Und das wird dann, natürlich gibt es jetzt gerade recht viele Online-Tastings, an denen ich teilnehme, wo man auch schon viel abdecken kann. Aber ja, ich denke, dass man dann immer von Region zu Region gehen muss. Das wird jetzt alles so ein bisschen entschleunigt. Ja, entschleunigt und neu geordnet. Ja. Hast du denn eine Lieblingsregion? Oder darf man das nicht sagen? Ja. Darf man das nur hinter vorgehaltener Hand sagen? Viele, viele. Viele. Wechseln täglich? Ja, es ist wirklich. Also das ist für einen Sommelier ganz schwer zu sagen, was man am liebsten mag. Also ich mag Weine mit Profil, das kann ich sagen, die ihre Herkunft verraten. Das mag ich. Ja. So, wollen wir jetzt mal, so simulieren, wie das so ist bei so einer Prüfung? Können wir gerne. Weil wir gehen ja hier nicht raus aus dem Gespräch, ohne nicht auch, wir können ja nicht nur über Wein reden, wir müssen ja auch einen probieren, oder? Ja, ich finde auch. Ja. So, jetzt startet gleich unsere Blindverkostung. Und für diejenigen, die mitraten möchten, beziehungsweise nicht wissen möchten, welchen Wein Stefanie probiert, sondern sich mit auf die Reise begeben wollen, die sie jetzt durchläuft, der schaltet mal runter, Pegel auf 0. Und für die anderen, jetzt zugehört, es ist ein 2015er Pinot Noir vom Weingut Eckehard Gröhl, Niersteiner Hölle. Der Wein ist im Barrique ausgebaut und hat einen Alkoholgehalt von 12,5%. Die Region ist Rheinhessen. So, und nun viel Spaß beim Mitraten bzw. beim Zuhören.
wie Stefanie sich an den Wein herantastet. Also, los geht's, auf die Plätze, fertig, los. So, einschenken. Ja. Richtiges Einschenken, wie funktioniert genau. Das? Also ich, jetzt, ich stelle mich hier an wie so ein Erstklässler, würde ich gerade sagen. Also das ist heute schon Praktikum, der erste Tag. Ne? Also du hast das Glas in der... Ja, es ist ich jetzt, bin Linkshänder. Ja, dann ist, also ich schenke als mit der rechten Hand ein, als Rechtshänder. Okay, ich kann so. Aber kannst du, ja genau. Und dann du schenkst halt nicht so viel ein. Nee, ich würde das Glas vielleicht hinstellen und dann einfach, genau, so. Und dann so ganz leicht abdrehen. Genau. Perfekt. Und so viel, genau, von der Menge passt das auch. Ja. Also wir schenken immer weniger, ein bisschen weniger als 0,1 ein, wenn wir jetzt einen Wein nur probieren. So, bei mir auch. Ich nehme auch ein. Ja. Okay. Ja, und genau. Und dann wie lange lassen wir den denn jetzt da stehen? Wie lange soll der denn jetzt atmen, gleich anfangen, der Kollege? Also ich bin da nicht. Wenn ich jetzt für einen Gast einen Wein aufmache, muss ich den ja auch gleich probieren, weil der Gast will ihn ja trinken. Genau. So, also Farbe guckst du? Genau, wir gucken die Farbe als erstes an. Da ist er auf jeden Fall klar. Normalerweise mache ich das auf Englisch, aber heute ausnahmsweise auf Deutsch. Tatsächlich bin ich beim Weinbeschreiben noch ein bisschen mit M und Ä, weil ich eigentlich das in meinem Kopf auf Englisch gespeichert habe, weil ich das jetzt jahrelang immer auf Englisch ganz schnell machen musste. Aber super, dass du das jetzt auf Deutsch machst. Ja. Wir haben primär Deutsche. Ja, deswegen machen wir das mal auf Deutsch. Ich kann auch Deutsch. Hört man. Mit dem rollenden R, mit dem kleinen. Aber es hat sich, das war mal mehr bestimmt. Ja. Oder kannst du das noch? Wenn du zu Hause bist, kriegst du es noch, da rollst mehr, oder? Also ich würde sagen, meine Grammatik wird immer schlechter, je mehr Zeit ich mit meiner Familie verbringe. Ja, auch wieder ganz höflich fein ausgedrückt, ne? Naja. Liebe Grüße an Anne. Also er ist klar, er hat ein helles Rubinrot mit ziegelroten Reflexen. Also das heißt, er hat sowas leicht bräunliches und er wird zum Rand hin etwas heller und von der Farbintensität, er hat eher so eine dezentere Farbintensität, also er ist nicht so stark gefärbt. Okay. Er hat ganz leicht Kohlensäure, also da haben wir so kleine Bläschen am Rand. Was ist denn du die? Also bei mir zumindest, das kann aber auch vom Glas kommen. Vielleicht. Ne? Oder vom Einschenken. Ich sehe es nicht, okay, also das würde mir jetzt nicht auffallen. Ich muss mir ein bisschen ins Licht halten. Ja, und also am besten ist, du hast ein weißes Blatt oder eine weiße Serviette, die du dann hochhältst. So einigermaßen. Genau, und dann sieht man das ganz gut, ja. Also die Farbe, da kann man schon über Dinge nachdenken. Also wahrscheinlich ist es eine Rebsorte mit einer dünnen Schale, nur allein von der Farbe. Beispielsweise? Könnte man sagen, das könnte sein ein Pinot Noir, ein Sangiovese. Oder es könnte sein ein Grenache, weil die sind manchmal auch so hell. Diese, okay, ja. Ja. So arbeitet man sich daran. Genau, Trollinger, wenn wir jetzt in Deutschland sind, vielleicht auch noch. Der hat auch eine helle Farbe. Du sagst, wenn ich, du arbeitest daran. Aber also das ist jetzt nur eine Erklärung. Normalerweise, das sage ich in einer Prüfung, sage ich das nicht, aber das ist jetzt nur als für Erklärung mich jetzt. Ja, ja, für dich auch zum Verstehen. Ja? Ne? Genau. Okay, und dann in der Nase, dann machen wir erstmal so einen ersten Check. Ist er sauber, ist er nicht sauber, ist er intensiv oder ist er eher zurückhaltend? Bin ich mal gespannt. Also sauber ist er. Was wäre jetzt unsauber? Wenn er entweder korkt oder oxidiert ist oder irgendwelche anderen Fehlaromen hat. Ja. Nach Nagellack riecht oder sonstige Sachen. Ne? Gibt ja alles, ne? Gibt Man alle hat schon alles gerochen beim Wein. Genau. Manchmal nicht so gut. sauber, hat eine sehr intensive Aromatik. Also ist auch noch jugendlich von den Aromen. Mhm. Da riecht man keine Oxidation. Genau, das ist so die erste Einschätzung. Und dann hat man einen Fahrplan, dann geht man die Aromen durch. Ich mache als erstes Früchte, dann mache ich Blüten, dann mache ich Gewürze und, erst Gemüse, dann Kräuter, dann Gewürze. Und mit den Gewürzen kommt dann gleich Kellertechnik und noch die Mineralität. Wahnsinn. Also Früchte, rote Früchte. Also das machst du alles jetzt noch mit der Nase? Nur Nase? Nur Nase. Boah. Rote Früchte, das ist eher sowas wie so getrocknete Kirschen, aber auch sehr saftige Kirschen, Sauerkirschen. Dann haben wir ein bisschen wie Cranberries. Dann habe ich eine sehr
ja, so eine leicht florale Aromatik. Das geht so in Richtung getrocknete Rosenblüten. Dann Gemüse, wie so ein gegrilltes Tomatenmark, ein ganz kleines bisschen Sellerie. Ja, warte mal, das darf ich mal eben mitnehmen. Wenn du einen Soßenansatz machst, dann kommt es ja immer so in die Nase. Ich hätte es nie formulieren können. Ja. Also gut, aber ich habe... Ja, das musst du dann, wenn du das beim nächsten Mal riechen willst, musst du das jetzt einmal laut sagen und dann hast du das verknüpft, dein Sprechen mit deiner Sensorik. Ja, und dann haben wir ein bisschen was Ätherisches auch, also so ein bisschen Wacholderbeeren. Dann würde ich sagen, geht es auch in Richtung schwarzen Tee. Und bei der Prüfung, ist Zigarre. Das jetzt im Vorfeld so definiert, das ist schon alles rausgezogen? Ja, genau. Und du musst aber dann auch halt die richtigen Aromen finden, die dann zu der Beschreibung auch passen, dass du aufs Ergebnis kommst. Ja, okay. Also es ist quasi jetzt Mathe. Matheaufgabe für Sommeliers. Also wir finden gerade den Rechenweg. Mhm. Und dann eben Gewürze, so ein bisschen auch Zigarre. Und hakst du jetzt im Kopf ab, wenn ich dich nicht unterbrechen darf, musst du Bescheid sagen. Hakst du jetzt so ab, okay, das, näherst du dich jetzt dem? Jetzt merke ich es mir nur. Also das ist nämlich die Kunst, dass man nicht zu früh sich seine Meinung macht, weil wenn ich jetzt zu früh schon drüber nachdenke, was es sein kann, dann beschreibe ich nicht mehr, wie der Wein ist, sondern denke drüber nach, was es für ein Wein ist. Und dann kann es sein, dass ich mich selbst verarsche und mich selbst auf den falschen Weg bringe. Verstehe. Ich meine, ich würde jetzt sagen, hoffentlich dürfen wir bald trinken, aber ich dürfte ja schon, aber ich mache den Weg, ich gehe den durch Weg dieses, diese Gewürze, also ein bisschen Holz hat er, also der hat auf jeden Fall im Holzfass gelegen, so leicht schokoladige Aromen sind auch noch mit dabei und er hat ja so ein bisschen so eine erdige Mineralität, also so erinnert so ein bisschen an so einen getrockneten Waldboden, aber eher wie so in so einem Nadelwald. Also so dieses Warme, wenn du schon mal im Sommer irgendwie... Ich bin gerade dort. Ja, schön, hast mich oder? Da grad hingeschickt. Ja, und das schaffst du nur mit Wein. Das ist so cool, ne? Also gerade in den heutigen Zeiten ist es wichtig, dass man solche Sachen hat. Deswegen wird wahrscheinlich so viel Wein getrunken. Ja, das ist enorm, nicht? Jetzt wird getrunken, guck mal. Okay, und dann nehmen wir nur einen ganz kleinen, ne? Mhm. Und den lässt du so leicht über die Zunge laufen. Man muss auch nicht so laut, also man hat das jetzt, glaube ich, bei mir auch nicht so laut gehört, dass ich so schlürfe. War ich zu laut jetzt? Nee, hat gepasst. Ach so, gut. Ich finde nämlich... Es gibt ja so ganz laute, ne? Ja, eben. Und ich finde, man kann das auch übertreiben, ne? Aber ich würde das immer nicht ganz so laut machen. Vor allem nicht, wenn ich der Sommelier im Restaurant bin, möchte ich nicht, dass das jeder hört. Dann am Gaumen geht es als erstes, ist er trocken? Ja, nein, ja. Auf jeden Fall, da ist keine Süße da. Dann habe ich Säure. Ja, er hat eine schöne reife Säure, es ist aber Säure da. Die ist gut eingebunden. Wir haben auch wieder diese Mineralität. Also das hat so jetzt ein bisschen mehr so was Steiniges. Also das, so ein bisschen was Salziges bringt er am Gaumen. Es ist nicht so dieses Erdige, was wir vorher hatten. Hm. Dann haben wir Tannine, die kommen zum einen von der Traube. Von der Traube hat er eigentlich fast keine Tannine. Mehr vom Holz. Also die Gerbstoffe kommen hauptsächlich vom Holz. Das heißt, wahrscheinlich hat er einen Anteil im Holzfass verbracht, eine Zeit seiner Reife. Und dann der Alkohol, der ist ungefähr so mittlerer Alkoholgehalt, ich würde sagen so 13,5%. Also nicht dominant, es wirkt auch nicht brandig und der Alkohol ist gut eingebunden. Er hat einen mittleren Körper, ist jetzt nicht so schwer, ist nicht so mächtig und auch wieder eine hohe Komplexität. Dann geht es um wiederkehrende Aromen, die wir vorher schon hatten. Da kannst du dann checken, was du vorher gerochen hast. Kirsche, ja, ist wieder da. Ist jetzt ein bisschen, dann denkt man drüber nach, ist es am Gaumen ein bisschen anders oder ist es nicht anders? Nee, ist eigentlich ein bisschen getrockneter. Vielleicht nicht so saftig, wie es gerochen hat. Ne? Ist ein bisschen mehr getrocknetes. Dann ist aber auch wieder diese leicht florale Aromatik da. Wir haben ein bisschen was von diesen Tomaten, gegrilltes Tomatenmark. Das kommt jetzt auch wieder. Und das Würzige vom Holz. Das hatten wir ja vorher schon als Gerbstoff benannt. Aber jetzt kommen nochmal diese ganzen Baking Spices. Also sowas wie Vanille, Tabak,
Zimt, solche Sachen kann man daran finden. Ja, und auch das Ätherische ist da. Wacholderbeeren, vielleicht auch Lorbeer, ne? Also so ein bisschen erinnert es an so Laub, an so, ja, wenn man, ja, wenn du ja, die Lorbeerblätter, ja, ja, wie die riechen, oder auch Herbstlaub. Das ist aber jetzt ganz schön viel, dass du da, ja, schon auf den Tisch gelegt hast. Ja, schon, ne? Hab das ja auch ein paar Jahre gemacht, jetzt schon. Nee, und dann geht es noch um die Länge. Wie lang ist der Wein? Also, ist, wie lang bleibt er am Gaumen? Und der bleibt schon lang. Also ist es vermutlich auch eine sehr gute Qualität. Also, und ich denke dann in der Länge nochmal drüber nach. Was kommt jetzt nochmal? Mhm. Also er bleibt lang am Gaumen mit seiner Mineralität. Er bleibt lang am Gaumen mit dem Tannin, das er hat vom Holz. Also definitiv neues Holz mit drin. Es ist wahrscheinlich auch noch nicht so alt, der Wein, weil das Holz noch so dominant ist. Und was er nicht hat, ist eher, er hat halt eher eine Frische, ja, im Abgang. Und er hat eben so was leicht Salziges, Appetitanregendes. Also dieses Salzige, da mache ich immer so eine kleine Zusammenfassung. Ja. Und dann müssen wir eine Pre-Conclusion machen. Ja. Also, wir haben eine Rebsorte mit einer dünnen Schale, mit einer hellen Farbe. Wir haben eine ätherische Aromatik und auch ein weiches Tannin am Gaumen. Deswegen bestätige ich das, dass das eine dünnschalige Rebsorte ist. Also gehe ich entweder für einen Pinot Noir oder ich gehe für einen Sangiovese. Die Säure ist nicht so hoch, deswegen glaube ich nicht, dass es ein Sangiovese ist, weil der Sangiovese hat immer eine Säure wie ein Riesling. Ich muss aber jetzt auch noch sagen, wie alt der Wein sein könnte. Also, ja, ich würde sagen, dass er 3 bis 5 Jahre alt ist. Ganz jung ist er nicht. Und er kommt aus der alten Welt. Er kommt entweder aus Deutschland oder er kommt aus Italien. Weil ich glaube, so wie er ist, kommt er eben nicht aus Frankreich. Okay. Jetzt habe ich nur so einen ersten Tipp. Also, ja, wir sind quasi in der alten Welt. Wir sind, ja, schwanken zwischen Italien und Deutschland und wir sagen, er ist 3 bis 5 Jahre alt und es ist entweder ein Pinot Noir oder Sangiovese. Und dann am Ende muss ich die Karten auf den Tisch legen, ja, und muss sagen, es ist ein Pinot Noir. Aufgrund der nicht ganz so hohen Säure, ich habe ja schon Deutschland gesagt, gehe ich nach Baden. Baden oder Pfalz? Pfalz könnte auch sein. Baden und Pfalz, das ist sehr nah beieinander, ja, weil die Südpfalz ist ja schon am Elsass angrenzend. Aber ich gehe jetzt mal auf Baden. Ich sage, weil die Säure auch nicht so hoch ist, und sage ich, das ist ein bisschen ein wärmeres Jahr. Das könnte dann sein, vielleicht 2017. 2017 mache ich jetzt mal draus. Weil 19 glaube ich nicht, dass es ist. Die Farbe ist nämlich, der ist schon ein bisschen weiterentwickelt von der Farbe. Als das, deswegen gehe ich auf 2017 und das ist eine gute Qualität. Es ist wahrscheinlich schon eine Lage. Ja. Und es ist ein guter Produzent. Ja. Baden, Deutschland. Enthüllung. Pinot Noir Hölle, Reserve, trocken, und das ist in Rheinhessen. Naja, gut. Aber zumindest war ich in Deutschland. Du warst in Deutschland? Ja, also das wäre auf jeden Fall, ja, bestanden, und wenn du, ja, im richtigen Land. Haben wir? 2015. Ich habe ja zwischen 15 und 17, genau, geschwankt. Absolut. Cool. Ja. Absolut. Ja, sehr cool. Ja. Ja, yeah, verblüffend. Ja, es macht halt Spaß, ne? Und verblüffend. Also das, ich weiß nie nicht, ob ich da irgendwie mal rankommen würde, aber als Hobby kann man sich das auch total gut aussuchen, oder? Ja, das war sowas, wo ich sagen muss, das ist an meinem Beruf das, was wirklich sehr, sehr viel Spaß macht, ist, Weine blind zu verkosten, die zu beschreiben und dann aufgrund der Beschreibung herauszufinden, was es ist. Ja. Und, aber du machst das ja, man merkt dir das ja auch an, du machst das ja auch gerne. Total. Für dich ist das ja auch so eine Challenge, du brauchst ja so eine Challenge, ne? So, total. Als wenn du jetzt irgendwie eine Runde Tennis spielen müsstest. Ja. Ja, das, also lieber als Tennis. Tennis ist nämlich gar nicht so mein Sport. Okay, also war jetzt. Ja. Nee, was machst du für einen Sport? Was ist das? Ich bin eher ein Läufer. Ja. Also ich gehe wirklich schon, ich bin als Kind schon viel gelaufen, ja, und also Joggen gehen ist für mich, macht echt Spaß, und was ich noch mache, ist Yoga, okay, und Tanzen finde ich toll. Ja. Und also
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das ist ein ganz guter Ausgleich dann zu. Ja, und da dann halt auch echt, also ich, egal welche Richtung. Also ich war als Kind so in so einer Jazzdance-Gruppe und aber ich bin, da bin ich, bei Musik bin ich offen. Also da, das ist ähnlich wie beim Wein, da darf man sich selber keine Limits stecken. Nee, ne? Ja. Wir müssen noch mal sagen, was das ist überhaupt. Also wir haben jetzt Jahrgang 2015 Pinot Noir Reserve trocken vom Weingut Gröhl in Rheinhessen. Und zwar ist das Weingut in Nierstein. Das ist die Niersteiner Hölle. Und Nierstein ist quasi direkt, ja, also das ist, sag mal, der rote Hang am Rhein. Und das ist ein eisenoxidhaltiger Boden. Den die dort haben. Was eigentlich auch ganz gut ist, dass ich dieses Warme mit diesen Tannennadeln dann erkannt habe, weil Weine, die auf so einem eisenoxidhaltigen Boden sind, die haben das eigentlich immer. Ja, auch das Salzige. Ja. Verblüffend. Sehr gutes Beispiel für das, was es ist. Tolle Qualität. Du meinst so nicht verfälscht? Nee, ja. Und der hat jetzt laut Etikett 12,5%, also sind wir da, ich hätte jetzt gesagt 13,5%, ein halbes Prozent ungefähr ist vielleicht mehr, aber das ist schon gut. Gut, aber kann ich Eckigrö sagen, kann man trinken? Kann man gut trinken, ja. Für gut befunden. Für gut befunden. Was würdest du dazu essen? Was passt da an? Also Pinot Noir ist super für Reh, ja. Rehrücken, rosa gebraten, Preiselbeer-Pfefferjus. Ja. Und vielleicht noch ein paar Haselnüsse. So, der Julian macht ein tolles Haselnussrisotto. Das ist richtig klasse, sowas. Mhm. Das hatten wir neulich auf der Karte noch. Und dann, was auch noch gut ist, ist zum Beispiel, wenn man jetzt kein Reh möchte, oder wenn man kein Reh kriegt, eine Entenbrust oder sowas. Ja. So, das geht gut. Kann ich mir sehr oder, gut vorstellen. Oder auch Taube. Taube ist cool dazu. Ja. Also ja, so eine, ja auch nicht so so eine Etouffee-Taube. Hier in Hamburg kann man ja gut beim hier Frische Paradies Werbung. Klar. Ja, nee, da kann, oder wir haben ja auch tolle Metzgereien, die so Sachen haben. Ja. Also ich finde immer Pinot Noir und Reh sehr gut, weil du halt diese Aromen aus dem Wald hast. Hm. Also ich trinke Pinot Noir sehr gerne. Ich auch. Ja. Aber man merkt, dass du sehr konzentriert dabei bist. Ich habe dich ein paar Mal unterbrochen. Na, das war nicht so angebracht. Habe ich böse geschaut oder was? Nee, aber so, ich denke gerade. Stopp, ich denke. Gibt es denn eigentlich Winzer, die so sagen, Stefanie, ich lade dich mal ein, wollen wir mal zusammen irgendwie, kannst du mich, dass man so ein bisschen kooperiert, dass die sich auch Tipps bei dir holen, was so der geneigte Genießer haben möchte, ob es Trends gibt oder was so passiert am Markt? Ja. Oder gibt es da so einen Austausch? Also ein Austausch ist auf jeden Fall da, ist jetzt nicht so, dass ich Weingüter berate. Mhm. Also ich würde sagen, was manchmal ist, also es gibt natürlich ein paar Weingüter, mit denen man schon länger arbeitet und die einen dann, wenn sie was verändern, die einen dann zum Beispiel mal einen Wein zum Probieren geben und sagen, was hältst du davon? Ja. Oder guck mal, das sind meine neuen Etiketten, würdest du das auch so machen? Ja. Oder wir haben jetzt vor, den Markt in Großbritannien für uns zu gewinnen. Hast du eine Idee, bei wem wir da mal vorsprechen können? Weil ich natürlich durch das, was ich mache und auch durch diese Ausbildung, die ich gemacht habe, international sehr viele Kontakte auch habe. Die Prüfung war ja jetzt auch in England, nicht? Ja, die war in London. In London, ja. Letztes Wochenende vorm Lockdown. Hast du Glück gehabt? Ja, ich bin am 31.10. zurückgekommen. Wie viele Prüflinge waren denn eigentlich da? Also, wie läuft das? Oder ist man da, ist das eine Einzelaudienz? Man ist ja einzeln im Raum. Also man ist nur für die praktische Prüfung mit mehreren Prüflingen in einem Raum. Ich hatte ja jetzt nur noch die Theorie. Ich hatte ja die Praxis in 2018 bestanden und das Tasting habe ich in 2019 bestanden, damals in Österreich das Tasting, Praxis in London und Theorie jetzt wieder in London. Und für die Theorie bist du im Raum mit, also ich war in einem Raum mit zwei Master Sommeliers. Ja.
Wir saßen an einem großen Tisch, ähnlich wie der, an dem wir jetzt sitzen, mit viel Abstand. Und vorher wurde mir noch die Temperatur gemessen. Und dann durfte ich den Raum betreten. Und ich war aber auch schon ein paar Tage in Quarantäne in dem Hotel, wo ich war. Mhm. Und hast du da auch trainiert? Ich habe noch gelernt, bis zum letzten Moment habe ich noch meine Karteikarten durchgeschaut. Oh. Alles, was ich. Also, die würde ich gern mal sehen, gutes, diese Karteikarten. Da würde ich gern mal luschern. Gibt's digital, kann ich dir einen Link schicken. Ja. Klasse. Apropos Temperatur messen. Ne? Ja. Wie muss der, welche dieser jetzt hier, der Pinot Noir, dürfen wir den trinken? Wo darf er sich bewegen? Bei uns im Hotel habe ich die Rotweine alle so bei circa 16 Grad im Chambrère liegen, weil ich finde, das ist eine gute Temperatur, um die Weine zu servieren, weil bis die dann am Tisch sind, bis die Flasche auf ist und das Glas hat ja auch nochmal eine Temperatur, dann da zeigen die Weine sich optimal. Ich finde, wenn man dann über 19 Grad geht beim Wein, dann verlieren die manchmal ein bisschen ihre Aromatik. Also Rotweine immer ganz leicht gekühlt, also schon unter Raumtemperatur. Aber und beim Weißwein würde ich auch sagen, die sind manchmal auch zu kalt. Ne? Zu kalt? Also ja, manche Weißweine sind zu kalt, wobei das halt auch lieber 1 Grad zu kalt als 2 zu warm. Ne? Was sagst du, wenn einer Eis in Weißwein möchte? Dann kriegt er halt die Eiswürfel ohne Kommentar. Ich sage dann halt immer, seien Sie bitte vorsichtig, wir haben mundgeblasene Gläser und wenn Sie die einfach so reinfallen lassen, dann kann es Ihnen passieren, dass das Glas kaputt ist und Sie sich mit Wein vollmachen. Letzte verschlüsselte Warnung ist das dann so, ne? Genau, aber ja, also ich finde das, ich habe nicht die Aufgabe, einem Gast vorzuschreiben, wie er das gerne trinken möchte. Ja. Also ich persönlich würde keine Eiswürfel in meinen Wein tun. Auch wenn mein Wein zu warm wäre, würde ich tatsächlich eher das Glas vorher mit Eiswürfeln kalt machen und dann den warmen Wein in mein kaltes Glas geben oder eine Schockrunterkühlung machen, indem ich in meinen Eiskühler Salz gebe, dass es schneller kalt wird. Aber wenn jemand das möchte, dann darf er das. Mhm. Und auch wenn jemand eine Schorle trinken möchte, dann darf er das mit Wasser mischen. Ich habe mal als ganz junger Sommelier einem Gast empfohlen, die Schorle nicht im Glas zu machen, sondern einfach neben dem Weißwein auch noch ein Glas Wasser zu trinken. Das war damals eine sehr freundliche Dame und die hat auch meinen Rat angenommen und fand es gut. Aber ich habe damals von meiner Chefsommelier ganz schön Ärger gekriegt, dass man das nicht macht. Und also, wenn jemand eine Schorle trinken möchte, dann kriegt er das mittlerweile auch von mir. Naja, man kann ja freundlich darauf hinweisen. Ja. Was ist denn dein liebstes Getränk außerhalb von Wein? Tee? Ja? Tatsächlich, so wie ich das auch hier im Hotel mache. Oh gut, dann bist du ja... Super spannend. Ja, dann bist du ja in deinem Feld. Ja. So, und jetzt müsstest du uns doch nochmal erzählen, was denn wirklich dein aktueller Lieblingswein ist, auch wenn es gerade wechselt. Weil deine Fans, gibt's die eigentlich? Hast du Fans eigentlich? Ja, Fans ist vielleicht Groupies? Ein bisschen zu viel gesagt. Vielleicht mein Papa. Aber es gibt schon Leute, die wegen der Weinauswahl zu uns kommen. Und ich habe auch Stammgäste, die ich nicht nur aus dem Fontenay kenne, sondern die ich vielleicht schon in anderen Betrieben vorher hatte. Also es gibt sie doch, die Fans. Ja, wenn sie sich denn so bezeichnen wollen. Ich bin da eher, sowas höre ich immer nicht so gern. Ja. Okay, das, mit solchen Fragen muss man halt nur mal rechnen. Ja. Ja. Und da du ja nur gerade im Training bist und ja alle 2 Tage ein Interview gibst, wundere ich mich ja. Also einen Fanclub gibt es noch keinen, aber vielleicht. Manchmal weiß man das auch gar nicht. Dass der schon da ist. Aber wenn dein Fanclub jetzt wissen möchte, welches aktuell dein Lieblingswein ist und die möchten sich danach auch richten, machst du das eigentlich? Gibst du so? Ist das vielleicht ein neues Geschäftsfeld von dir oder machst du das schon? Also, dass du Tipps gibst und dass diese... Ja, ich gebe natürlich schon Tipps. Ich glaube, in Heft 6 gibt es beim Feinschmecker wieder eine Sonderzugabe, wo ich Weintipps gebe, wo ich dann die Rezepte zugeschickt bekomme und zu den Rezepten dann Weinempfehlungen abgebe. Es gibt auch Leute, die mich privat anrufen oder die mich anschreiben. Ich habe
also hier das Glück, dass ich neben meiner Arbeit im Hotel auch nebenbei noch Sachen machen darf. Mhm. Also es ist, ich habe ein Kleingewerbe schon gehabt, bevor ich hier angefangen habe, und tatsächlich jetzt im Lockdown ist mir natürlich langweilig und da mache ich da auch ein bisschen mehr. Mhm. Sogar teilweise Online-Wine-Tastings. Das ja. Machst du. Na ja. Gut, dann müssen, wir werden ja. das beobachten, was danach ja. kommt. Was macht denn Stefan hier in 10 Jahren? Ja, oh, das weiß ich nicht. Ich meine, na ja, gut, so ein bisschen planst du ja, das haben wir ja vorhin mitbekommen. Ja, hoffentlich ist es dann zum einen wieder erlaubt, dass ich reisen darf. In 10 Jahren, das wär, hoffen das wär, wir mal. das wäre wirklich schlimm, wenn nicht. Also meine Ziele sind jetzt, also ich plane immer noch nicht so weit. Ich plane immer nur in kleinen Schritten, weil dann wird man nicht so leicht enttäuscht. Aber was ich jetzt vorhabe, ist tatsächlich, dass ich mehr auch in diese Education-Richtung gehe, dass ja. ich neben dem Hotel auch es schaffe, junge Leute weiterzuentwickeln, die dann auch selber diesen Weg vielleicht gehen Hatten wollen, den ich gegangen bin. Hatten wir nicht vorhin vom Coaching gesprochen? Genau. Also das ist wirklich was, man muss ja dieses ganze Wissen auch wieder unter ja. die Leute bringen, und ich finde, also das habe ich mir selber jetzt so als nächstes Ziel gesetzt, dass ich daran arbeite, dass dieses Nachwuchsproblem, das wir in der Gastronomie haben, dass das mal ein bisschen cool. angegangen ja. wird. Also junge Leute dazu bringen, Lust auf die Gastronomie zu bekommen, Lust zu haben, sich auch mit ihren Produkten, die sie da verkaufen sollen, auseinanderzusetzen, ob das jetzt das Essen oder der Wein ist. Einfach das, daran zu arbeiten, dass man da auch in 10 Jahren noch in ein Sterne-Restaurant gehen kann und da dann auch noch von einem Menschen bedient wird und nicht von einem Roboter. Möchten Sie Wein trinken, sagen Sie Wein. Genau, oder über Lautsprecher, genau. Sitzen Sie gut, jetzt? A, B oder C. Ja. Wo geht denn die erste Reise hin jetzt? Man wieder darf? Ja, also ich weiß es noch nicht, ob ich nach Frankreich oder nach Spanien fahre. Wahrscheinlich wird es nur so eine kleine Reise werden. Aber so, Weingüter und ja, Weingüter Kulinarik besuchen. Spielt dann immer eine Rolle Auf dabei. Jeden Fall. Also ich hab tatsächlich schon mit ein paar Freunden ausgemacht, dass wir nach Galizien fahren wollen. Ja. Also nach Porto fliegen und dann da ein Auto mieten und Galizien die Tour. Dann habe ich noch eine Reise ausstehen ins Douro-Tal auch. Ja. Dann würde ich mal gerne wieder ins Burgund fahren. Ich würde gerne in die Champagne fahren oder nach Bordeaux. Also das wäre mir ganz egal. Ich wäre auch. Ich habe jetzt schon 5 Ziele. Ja, ja. Mit Franken wäre ich. Also das würde ich ja auch schon schön finden, einfach nur mal in die Heimat zu fahren und da auch ein paar Weingüter zu besuchen. Ja, und ich denke, dass ich wahrscheinlich dann auch nach Großbritannien wieder fahre. Das ist aber dann keine Weinreise. Sondern halt, wenn wir dann, wenn der Court of Master Sommeliers dann wieder Prüfungen stattfinden lässt, dann werde ich so schnell wie möglich da auch dabei sein, um zu lernen, wie man Prüfungen abnimmt. Okay. Dass ich da, also da willst unterstütze. Du, da machst du ja. schon, willst du auch schon weitermachen? Genau. Da habe ich mich auch schon angemeldet. Ah ja, cool. Da bin ich auch schon in Kontakt und ich denke, entweder in Großbritannien oder vielleicht auch in Österreich wird es dieses Jahr ein paar Prüfungen geben. Für Deutschland habe ich jetzt noch, so weit bin ich jetzt noch nicht, dass ich sage, wir machen im Fontenay-Prüfungen. Kommt ihr rüber zu ja. uns, dass wir hier Prüfungen Obwohl, abnehmen? Aber das wäre vielleicht auch mal cool. Ja, ja, ich glaube, das ist vielleicht auch noch was, was dann irgendwann mal kommt. Also man hört, du hast einiges vor. Ja, ja? Langweilig wird es nicht. Langweilig wird es dir nicht. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Vor allen Dingen, dass du bald wieder richtig arbeiten ja. darfst. Weil es scheint ja dir extrem viel Spaß zu machen. Ja, auf das jeden Fall. Das merkt man dir auch an. Und ich glaube, du bist auch eine sehr, sehr gute Botschafterin deines Faches für Nachwuchs. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja. Hat viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Und ja, wir trinken jetzt noch ein bisschen. Ja, wir trinken jetzt die Flasche leer. Genau. So, aber ohne euch, vielen Dank, dass Danke. Ihr zugehört habt. Stefanie, tschüss. Tschüss. So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.